Auf zur finalen Entscheidung. Der Turm des Schreckens. Die beiden Finalisten müssen an Seilen den Turm erklimmen und 38 Meter überwinden. Wer als erster oben ist, gewinnt die Folge. Auch dies eine Übung, wie sie echte Spezialeinheiten tagtäglich trainieren. Vor der Kletterentscheidung müssen die Teilnehmer durchs Treppenhaus hoch. Hier sind Zahlen in verschiedenen Farben versteckt. Nur wer die Kombination weiß, kann das Schloss öffnen und bekommt als Lohn eine Steighilfe. Ich habe eine Aufgabe. Ich nehme die Nettozeit von Ihnen, dann gehen wir zum Klettern. Wir ziehen das Klettergeschirr an und danach ist der Start im Jagdstart. Den Vorsprung, den Sie sich herauslaufen, den nehmen Sie auch mit zum Klettern. Das heißt, Sie starten dann früher. Verstanden? Verstanden. Okay, dann geht's los. So, jetzt wird's interessant, denn jetzt ist Laufen, Kondition und Konzentration gefragt. Und als ich dann gehört habe, okay, ich muss jetzt gegen den Florian ins Finale, dachte ich mir, da habe ich keine Chance. Es war, im Endeffekt ist alles offen jetzt beim Finale. Kommando Geld, ready, go! 38 Höhenmeter nach oben durchs Treppenhaus. Aber Achtung, Gabriel und Florian müssen sich auch die Zahlen und Farben der aufgehängten Tafel merken. Oder besser gesagt, sie sollten sie sich merken. Augen auf, denk dran, guck, Augen auf. Und wieder runter, mit den richtigen Zahlen und Farben im Kopf. So, hier stehen die Kisten und hier ist das Schloss, in dem die Kletterhilfe ist, die Sie sich sozusagen erspielen können. Dafür brauchen Sie die Kombination und müssen sich die Farben und die Zahlen merken. Und wenn Sie sich die richtig gemerkt haben, kriegen Sie die Kiste auf, bekommen eine Kletterhilfe. Sind wir gleich mal gespannt, wer unter Stress sich noch Dinge merken kann. An die Kiste, haben Sie sich was gemerkt, damit die Kiste geöffnet werden kann? Grün, gelb, rot, blau. Ah. So, wichtig hier ist nicht nur die Kombination aus Zahl und Farbe, sondern wie gesagt, man muss auch das Bild gesehen haben, wo einmal das Schloss zu sehen ist und man weiß, ist blau ganz oben, gelb als zweites, grün als drittes oder vielleicht andersrum. Wenn man das nicht mehr weiß, dann hat man Zahlen und Farben, aber man weiß nicht, in welcher Kombination. 30 Sekunden. Der Gabriel ist Schatzsucher. Dann müsste das so eine hinkriegen. Eine Minute so. Oh, oh, tatsächlich. Mit der letzten Sekunde. Das ist ein dicker Hund. Die letzte Prüfung. Für beide. Für den Ironman-Teilnehmer Florian mit Kletterhilfe, für den ehemaligen Pfadfinder Gabriel ohne. Und irgendwann schaue ich so und denke mir, wow, okay, scheiße, das ist nicht gut. Die Schlaufe und die Schlaufe, schön Fuß. Und die schiebt sie nach oben. Verstanden? Bei Ihnen auch, alles klar? Das schiebt sie nach oben und das. Ja, der Bruseknoten ist eigentlich ein sehr einfacher Knoten, der um das Seil gebunden wird. Sobald er auf Spannung kommt, also sobald man mit Gewicht drin hängt, blockiert er. Man rutscht am Seil nicht runter. Sobald man den Knoten entlastet, kann man ihn am Seil verschieben. Und somit kann man immer wieder hoch. Okay. Bereit? Kommando wird lauten, ready, go. Ich muss später starten, oder? Ja, Sie starten 2 Sekunden später. Kommando gilt für Sie, ready, go. Für Sie, los. Ja, der Anfang ist ein bisschen schwerer. Florian, der eigentlich einen Vorteil haben sollte, der hängt dann noch wie ja, ein Schluck Wasser in der Kurve. Mit der Technik nicht klarkommt. Das sieht man auch, das wird sehr schwer. Ja. Also das Finale wird... Wird kein 100-Meter-Sprint, sondern eher Marathon. Marathon. Ich kannte dieses System, was er erklärt hat, nicht. Aber dieses Hilfesystem, das kannte ich. Zumindest vom Sehen her. Und dachte mir, cool, okay, kann nicht so schwer sein. Leider kompletter Rohrkrepierer. Immer den Grün ganz nach oben, so weit wie es geht. Dann den Grün reinhängen, unten nachführen.
Gabriel baut seinen Vorsprung aus. Doch bis in luftige Höhen von 38 Metern ist es noch ein weiter Weg. Gabriel ist rund 2 Meter über seinem Gegner Florian. Doch er rutscht immer wieder am Seil ab. Die Empfehlung von Ausbilder Alexander? Schuh aus! Der Mann, der die ganze Zeit vor sich hingelitten hat, blüht da total auf und findet eine Form, wo man sagt, und er hat das bis oben durchgezogen. Also er hat nicht irgendwie Pausen gemacht zwischendurch, er hat immer stetig durchgezogen, seinen Knoten gelöst, durchgezogen. Also Respekt. Jetzt entwehren Sie sich! Sie wissen jetzt, wie der Knoten funktioniert, wenn der umschlägt. Schieben Sie den hoch! Naja, es ist halt einfach nur eine Frage der Steig- und Klettertechnik. Und für ihn war halt die Steigklemme, die er sich erspielt hat, kein Vorteil. Es kann natürlich passieren, wenn er so besser klarkommt. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann stell es um auf die andere Technik. Man braucht ein bisschen, bis man sich eingruft und einfuchst in die Technik. Aber ich glaube, jetzt haben sie es verstanden. Und naja, schauen wir mal, ob er noch mal rankommt. Florian, da ist noch was drin. Genau so, schnell arbeiten. Lassen Sie sich jetzt nicht den Lohn hier nehmen. Und dann war der Vorsprung eigentlich so weit, dass sie eigentlich irgendwann gedacht haben, okay, jetzt, wenn der Gurt nicht aufgeht oder wenn ich nichts mehr mache, dann schaffe ich es. Das Rennen ist vorbei, wenn du über der Ziellinie bist. Und wer weiß, vielleicht rutscht er tatsächlich oben noch ab und kriegt irgendwie die Schlaufe verhakt sich und er kommt nicht mehr weiter. Das ist egal und deswegen habe ich auch versucht, bis zum Ende durchzuziehen. Gabriel, komm, du hast so viel Vorsprung. Bluten kannst du auch hier oben, wenn du gewonnen hast. Nur noch wenige Meter trennen den 28-jährigen Schatzsucher aus Augsburg vom Sieg. Kann Florian das Ruder noch rumreißen? Oder muss sich der ehemals halbseitig gelähmte Freisinger geschlagen geben? Der Schmerz, die Müdigkeit der letzten 2,5 Tage stecken Gabriel in den Knochen. Ein letzter Ruck. Der Gewinner des Höllencamps heißt Gabriel. Aber, guck mal, so sind die zusammengeschweißt. Freude, 2 Sekunden und dann guckt er runter zu seinem Teamkameraden. Komm, Arme aus, schütteln ihn weiter. Gabriel! Ja. Über 70 Stunden sind vorbei. Ja. Hättest du da gedacht, dass es so schlimm wird und dass du am Ende derjenige bist, der es hier sozusagen als Erster abschließt? Man muss ja wirklich bei jeder Übung, bei jeder Challenge an seine Grenzen gehen, dass man durchkommt. Und dass ich hier ihn jetzt noch überhole, hätte ich niemals gedacht, weil er beim Laufen schneller war als ich, in der Treppe noch schneller, anfangs beim Klettern auch. Zeig noch mal deine Hände, dann müssen wir noch mal zeigen. Also, du bist der Sieger des Höllencamps. Ich glaube, du willst jetzt mal zu deinem Kameraden da drüben. Genau. Schnapp ihn dir mal. Das, was jeder Sieger des Höllencamps bekommt. So, da du eine offene Hand hast, gebe ich dir mal die Siegerfaust. Gabriel, Respekt und Glückwunsch. Das ist der Sieger dieser Sendung des Höllencamps. Herzlichen Glückwunsch. Das fühlt sich toll an, wenn man den ersten Platz gemacht hat, wenn man dann auch noch so einen tollen Bilderrahmen kriegt und so. Heute denke ich mal, okay, ich muss mich erst regenerieren, weil ich habe ja hier die Hände jetzt beim Klettern auch noch aufgerissen. Dass die halt 2 Tage mal nichts machen, einfach eingremen, in Ruhe lassen, dass ich halt für das Finale gerüstet bin.